Hi zusammen. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das anstellen sollen, weil irgendwie wirft noch nichts irgendwie was ab. Vielleicht indem ich mehr komische Handwerkswaren verkaufe. Ich muss mal gucken. Bin mir noch nicht so ganz sicher, womit ich am besten irgendwie Gewinn erziele. Ich weiß nicht, ob ich Fliegenpilze verkaufen kann. Also sinnvoll verkaufen kann. Das ist eher die Frage. Was habe ich denn sonst noch in meiner Hütte, was ich vielleicht verkaufen kann? Stückchen. Pilzsuppe. Rote Betesamen. Kupferpfeile. Eimer. Tja. Die sind quasi gar nichts wert. Was gibt's denn da zu quietschen, mein Kleiner? Verwaltung, Technologie. Stockzaun. Gibt's nicht irgendwas, was ich für 50 noch kaufen kann? Ein Steinspeer. Oh, kann ich die für 40 verkaufen? Das wäre ja super. Holzlagerfeuer, eine Vogelfalle. Das wäre eigentlich was Gutes. Okay, was haben wir hier noch? Ne, die ganzen Tränke kann ich noch nicht kaufen. Okay. Dann nehme ich Dachsfellteppich. Ich nehme mal den Steinspeer. Ist ja sowieso ganz gut, wenn wir das herstellen können. Haben hier den Holzspeer. Wahrscheinlich kann man den Steinspeer in der Werkstatt bauen. Da ist nichts drin. Können wir nicht. Warum nicht? Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein wenig verwirrt. Steinpfeil. Bogen. Ich leg das mal zurück.
Mache ich halt erstmal einen Holzspeer. Aber ich sollte doch einen Steinspeer machen können, dachte ich. Verstehe ich nicht. Was sagen denn meine Mitbewohner hier? -6. Warum? Dachte, jetzt kann ich halt coole Holzsperre herstellen. Quatsch, Steinsperre. Leder. Pelz. Kann ich denn noch irgendwas bauen? Nein. Jetzt habe ich halt Geld ausgegeben. Zeug, was ich jetzt nicht herstellen kann. Nehmen wir halt noch ein paar Weidenkörbchen mit, verchecken die noch. Ah, das ärgert mich. Hier was dekorieren? Nee. Mensch, Mensch, Mensch. Na, mal gucken. Ich habe noch gar nicht. Doch hier. Was habe ich hier? Steinspeer? Und hier den Holzspeer. Okay. Also manchmal, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht richtig mit der Steuerung. Warum kann ich mich denn jetzt nicht hinhocken? Nee, ich verstehe es nicht. Kastenbelegung. Ducken. Ist doch richtig. Was soll denn das? Kann drücken, was ich will. Haha. Oh, ich habe kein Messer. Und ich kann mir keins bauen. Stöckchen und Steinchen.
Na klar, ich habe ja mein Messerchen verkauft. Okay. Ich kann immer noch nicht in die Hocke gehen. Ich verstehe das nicht. So. Hey, Kleine. Hallo. Zeig mir deine Ware. Das hier kann ich verchecken. Fliegenpilze. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 49,2. Okay. Weil ich muss ja letztendlich auch noch Steuern zahlen. Ich bin doof, die hätte ich jetzt eigentlich töten können. Da kommt wieder eine. Oh. Deswegen. Nein. Hallo? Dann ist mein Steinspeer wohl hinüber. Sowas. Steinchen nehmen wir immer mal mit. Das ist sehr gut. Meine Leute brauchen Nahrung. Hier, guck mal. Hier, zwei Nahrung. Hier nimmt man das. Gut. Dann dürften wir ja hier in der Jagdhütte auch noch was haben. Oh, was haben wir denn? Hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Yay! Ist doch super. Davon kriegen die auf jeden Fall auch noch was. Hier. Die sind ganz cool. Bitteschön. Und du bekommst auch noch welche. Dann sind die nämlich erstmal versorgt. Ich kann hier mal ein Bad nehmen.
Wundervoll. Erstmal was trinken. Wenn ich schon darauf achte, dass meine Leute was trinken, dann sollte ich selber auch was trinken. Mit gutem Beispiel vorangehen und so. Cheers. Okay. Aber dann könnte ich ja in der Holzfällerbude Stöckchen nehmen, daraus Weidenkörbchen machen. Nehmen wir. Ich trage zu viel. Okay. Brutzel, brutzel. Wunderbar. Dann. Hoho. Die lagern wir mal rüber. So. Dann essen wir mal was. Sehr gut. Ab ins Materiallager. Was haben wir hier noch? Holzstämme. Wow, 20 Stück. Cool. Vielleicht sollte ich weniger mitnehmen. Das habe ich jetzt gut gemacht. So, das geht. Dann. Kann ich die einfach auf den Boden werfen? Geht das? Ablegen? Alle? Kann ich? Okay. Geht nicht. So, lass mich mal bitte da dran. Danke. Brennholz, Bretter. Ja, komm, stellen wir mal ein paar Bretter her. Spitze mit einem Glöckchen. Hail to the King. Lang lebe der König. Okay, jetzt habe ich ganz viele Bretter. Mal gucken, was ich damit machen kann.
Tatsächlich gar nichts. Okay. Dann gehen wir hier rein. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, Stückchen brauche ich dafür. Fallen, nein. Sitzgelegenheiten. Bänke. Stühle. Nix, okay. Dann gehen wir hier an die Arbeitsstation. Und machen davon. Ach so. Ach, das kann ich gar nicht. Verdammt. Ah, ich mache immer wieder Zeug. Das ich nicht in irgendeiner Form verkaufen kann. Aber sowas könnte ich natürlich machen, ne? Schaufeln und hacken. Eine Steinspitzhacke. Hey, das könnte ich eigentlich mal in Angriff nehmen. Vielleicht muss ich irgendwie Werkzeuge herstellen und verkaufen. Weil irgendwie muss ich ja auch meine Steuern zahlen. Steinspitzhacke. Wenn ich mal schaue. Ohne Fackel. Lässt sich gut verkaufen. Eine Kupferhacke auch. Steinaxt, Steinspeer, hier. Steinspitzhacke. Jetzt nicht so. Kann ich auf die 8 legen. Da drüben sind noch ganz viele Steinchen. Kann ich hier rumkloppen? Tatsächlich. Stein und Kalkstein. Okay. Immer noch erschöpfter Felsen. Da oben. Was haben wir hier? Kalkstein. Baumaterial wird mit der Spitzhacke von Felsen in der Wildnis abgeschlagen. Kann zum Verputzen von Steinwänden verwendet werden. Okay, cool. Zerstören, Reparatur, bauen. Okay, cool. Das ist ja nice.
verstehe immer noch nicht, warum ich mich nicht irgendwie bücken kann. Oh, jetzt ist tatsächlich einer drin. Ist ja witzig. Tja. Geht nicht. Was soll ich machen? Ich guck mal, ob ich den Kalkstein verkauft kriege. Und eigentlich könnte ich auch meine Kupferhacke und die Kupferschaufel verkaufen. Weil das kann ich alles selber machen. Ne, Kleiner? Oh, hey. Zeig mir deine Ware. Hier, Kalkstein. Hier kriegst du meine Kupferhacke und meine Kupferschaufel. Ja. Can I interest you in some of my wares? See you around. Kleidung. Spielzeug oder so. Mal schauen. Sind zumindest mal die Steuern gesichert. Hey, worum bist du denn so gut? Mir fehlt eigentlich die Geduld zum Unkrautzupfen, aber es ist nötig, damit unsere Pflanzen gedeihen. Dinge wachsen zu sehen, das erfüllt mich mit Zufriedenheit. Keinerlei Orientierungssinn, Pilze, Kräuter. Okay, in der Hinsicht sind wir uns sehr ähnlich. Komm doch mit. Da haben wir noch einen Dorfbewohner. Sie braucht dann noch ein Haus. Hier. Yes. Da rein. Und du kannst... kann ihr gar kein Feld zuweisen. Du bist halt erstmal Wasserträger. Gut. Wahrscheinlich braucht sie dafür alles Mögliche, ne? Oh, was haben wir hier? 8. Nice. Blockiert. Verdammt.
Oh, hier sind super viele Pilze. Muss ja meine Gefolgsleute hier ein bisschen versorgen. Oh, und ich muss eine Schaufel bauen. Holzschaufeln auf 7. Dann kann ich eine Holzhacke bauen, weil ich meine Kupferhacke ja verkauft habe. Das heißt, die werde ich auf 1 setzen. So. Ist doch super. Ja, ist kalt, ich weiß. Oh, das war's mit der Fackel. Da ist noch eine. Okay. Ich habe hier noch ein bisschen. Oh, hi. Ach ja, ihr habt noch ein bisschen was. Das ist sehr gut. Ich nehme euch mal die Axt weg. Noch Futter, das ist sehr gut. Dann einmal die Jagdhütte. Hier ist Trockengestell. Man hier nicht irgendwie. Ach so, ein Gerbgestell geht noch nicht, ne? Hier, Gerbgestell. Gerbstation, das will ich eigentlich. Oh, ich kann das kaufen. Dann will ich es jetzt aber auch herstellen. Es gibt Hindernisse. Ach so. Ne, da gehen wir einfach nach draußen. Okay. Dann setze ich hier Pelz rein. Und dann kann ich nämlich sagen, es soll Leder gemacht werden. Hier, Fräulein Jägerin. Yes. Machen wir es so. So.
wird mit Hilfe von Messers von Tieren gewonnen. Gewonnen. Ach so, okay. Ja, gut. Ich sehe ja nichts hier. So, okay, daran kann man auch arbeiten. Sehr schön. Stinke ich schon wieder? Ein bisschen. Ich werde mal ein bisschen mich sauber machen. Jetzt kann ich auch verkaufen, ne? Gut. Ach, Salzfleisch, okay. Dann werde ich das mal ablegen und das Holzstamm. Ja. Die Steine vielleicht auch mal. Schon viel besser. Und noch ein Eimer. Gut. Das Ding ist, solange meine Dorfbewohner nicht schlafen, scheine ich auch nicht schlafen zu können. Aber gut, das sehen wir uns genauer in der nächsten Folge an. Bis dann!